Habt ihr noch genug Medizin im Inventar? Wenn nicht, kommt mal hier rein. Hier liegt ja viermal. Ich habe noch so viel in der Tasche. Weiß nicht mehr, wohin damit. Die Regale sind voll. Was für Bitte. Medizin? Richtige oder... Kräutermedizin. Ach, Kräuter. Na, dreimal steht ja auch noch richtige im Regal. Na, Kräuter Nimm habe ein. ich gar nichts. So, ich habe Kräuter. Dann kannst du deine rein, Papp. Bin ja gerade schon wieder dabei. Kräuter hatte ich nämlich null. In dem linken Regal stehen unten zwei richtige, also und im rechten im Mittelregal einer. Wer nach Kräutermilch die Schienen braucht, der nehme sich bitte. Ich kann da noch was reinlegen. Okay. Wenn du das nächste Mal den Kronleuchter aufhängst, dann häng ihn ein bisschen höher. Kannst du ruhig alles nehmen. Dog. Nein. Au. Okay. Ich renne da jedes Höher Mal eher dagegen. nicht. Mussten du auch so riesig sein, Jack, ha? Wir sind alle gleich groß. Naja. Bin winzig klein. So, was machen wir denn heute jetzt Schönes? Ich hatte ja gesagt, in der Nähe von diesem großen Loch, ne? Irgendwo da soll auch der Eingang passend dazu sein. Dann Irgendwo. lass uns den suchen. Okay. Du weißt Bescheid, also folge ich dir. Bescheid ist jetzt ein bisschen, ne, zu viel gesagt. Gut, dass du Okay, oben drauf warst. drauf balancieren geht nicht. Klack. Ich hätte ja Haben wir eigentlich gelacht. schon Hallo gesagt? Hallo. Das ist doch. Ihr wisst ja jetzt schon, was wir vorhaben. Ja. Huhu. Hoi. Bin ich ja mal gespannt, wo haben wir das nicht schon ein paar Folgen versucht zu suchen, zu finden? Eigentlich schon, ja. Also dieser Eingang, der soll eigentlich unmittelbar, glaube ich, drumherum sein. Na, wir waren ja schon mal im Loch, aber halt noch nicht bis unten. Ja. Das, aus welchem Loch in Anführungsstrichen seid ihr gerade gekommen, wo ihr sagtet, wir sind ja zu Hause? Wir sind da drüben bei diesem kleinen Zeltlager gegenüber vom Fluss, sind wir ins Loch rein und sind dann bei uns aus dem See wieder rausgekommen, da wo die Fähnchen stehen. Ach, da hinten läuft schon jemand. Und noch einer. Lass er laufen. Meinst du die gelbe Fahne da? Ja, die zwei gelben. Vielleicht ist es ja der Eingang, den ich letztens meinte. Glaube nicht. In dem dürftest du noch nicht mit gewesen sein. Ha, nur ich. Voll die Killerin. Ja, echt mal, da ist der gerade gespawnt und dann darf er die Welt schon wieder verlassen. Ja. Habt ihr da die Fähnchen direkt am Eingang gesetzt oder? Ja. Dann gucke ich mir das mal an. Das dürfte der hoffentlich nicht Das eine ist allzu unter Wasser und das andere ist halt der normale Eingang. schwierig für mich sein. Huch, was habe ich denn hier zum Lesen? Ein Bild. Oh, jetzt sind wir beim Flugzeug. Ich dachte, wir suchen das große Loch. Das nicht da hinten irgendwo? Ja, das ist nach rechts. Nach rechts, nicht nach links. Nee, nach rechts. Okay. Finde ich den nicht, den Stick. Das ist ein Reh. Wo? Oder? Ne, es war ein Koffer, der sich bewegt hat. Ein lebender Koffer. Oh nein. Der ist schon offen? Ach ja. Tatsächlich. Na, der noch nicht. Ist ein cooler Baum. Wir sollten auch die Augen offen halten nach diesen, ne, Stellen, die man halt kaboom aufsprengen kann. Aha. Tu das mal. Okay. Da ist das Loch. Das Loch der Löcher. Das Turbulente. So. Und nu? Vielleicht einmal hier so drumherum gehen. Den einfachsten Eingang, den wüsste ich.
Ist eine Fackel heller als ein Unterspringen. Feuerzeug? Ja. Mach ich nochmal eine Fackel? Stick und Clove. Es sei denn, du hast schon diese upgraded Dingsbums Stick, Fackel Dingsbums, dann musst du, glaube ich, nur noch Stoff rumwickeln oder wie das war. Hier in dem großen See hatten wir ja schon geguckt, oder? Ich Oder ist das hier jetzt ein anderer? denke. Nee, das ist ein anderer hier, ne? Ah. Das sind welche. Laufen oder kämpfen? Weiter suchen. Okay. Und zur Not springen wir einfach da rechts in den großen See. Die verfolgen uns. Lalala, ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Ich bin ein Busch. Ah, ich fürchte, wir müssen kämpfen. Würdest du bitte weiter? Ah, ich brenne. So, einer ist schon mal weg. Ich brenne. Die Sau. Die Mistmade da. Ja. Ich bin. Oh. Aber deine Säge geht noch. Ey, komm, das ist ein Scherz. Was denn? They survived, nein. Wie? Ich hab nix gedrückt, wirklich. Ich hab dich doch aufgehoben. Nee, hast du nicht. Doch, hab ich wohl. Oh, ich komm angerannt, versuch zu überleben. Ist alles tot? Ach so, so machen wir das, okay. Versteh schon, Spiel. Ist alles tot, hier ist nichts mehr. Also wenn ich dich jetzt nicht irgendwie, komischerweise, irgendwie noch töter gemacht habe als tot, dann keine Ahnung, wie du gestorben bist. Lalalala. Meine Damen und Herren, genießen Sie nun die Natur in ihrer wundervollsten Art und Weise. Ah, da ist wieder einer. So, ich komme wieder angelaufen. Mhm. Das Flugzeug ist Gott sei Dank ganz in der Nähe. Ja. So, und tschüss. Er ist auch tot. So. Oh. Was bist denn du für einer? Wieso? Wer bist denn du? Du bist nicht Hani. Bin ich der Glatzkopf? Nein, du bist einer mit so einem, ja, Afro. Was? Ein Schwarzer mit Afro. Okay. Ja, ja, dass ich mich selbst nee, nicht angucken kann. Nur ein bisschen dunkler. Nicht ganz schwarz, ein bisschen dunkler. Mit schwarzen Afro. Läuft. So, jetzt habe ich mich verlaufen hier in der Höhle. Und wir haben doch gesagt, geh nicht in die Höhle. Na, da bei dem Zelt ist ein Eingang, da waren wir aber schon. Dann markiere ich den auch mal eben. Mhm. New Item added to do list. Was soll ich denn to doen? Naja, gut, in dem Leben waren wir wahrscheinlich noch nicht drin. Der hat sich jetzt die Höhle hier aufgeschrieben. Hast du noch einen Stick? Aha. Okay. Da hinten waren ja dann noch zwei Höhlen, aber da waren wir auch schon drin.
Halt die Frage, ob die Hülle irgendwo im Wasser zu finden ist oder so. Ja, wenn ich das wüsste. Was habe ich jetzt Ich in muss meinem... mich mal schnell waschen. Bei Wizardsticks? Ach, da, ach, keine Ahnung. Irgendwas habe ich jetzt gerade von der Leiche abgenommen, neben den Uhren. Ich habe jetzt auch zwei Fotos. Foto 7 auf 8 und naja. Oh, meine Karte ist übrigens ganz leer. Ja, ich weiß. Kotzt mich das an. Ich speichere. Ah, hier ist ein Höhleneingang noch eingezeichnet. Ja, wahrscheinlich der von gerade. Nee, der ist in einem Dorf. Das Dorf ist noch halb im Nebel bei mir. Es ist quasi fast genau auf der anderen Seite vom Loch. Könnte das sein? Wir können ja gerne mal gucken gehen. Hier ist, glaube ich, hier ist noch ein Eingang. Hier. Da waren wir auch schon drin. Dann kommt ja gleich mal der nächste hin. Platziere dieses Scheißding doch einfach jetzt mal richtig hier, Mann. So. Fertig. Und irgendwo hier war noch eine Höhle. Ich laufe genau auf eine Höhle zu. Ach, hier waren wir noch nicht. Also hier sind zumindest noch geschlossene Koffer. Ah, okay. Wenn ihr irgendwo schlafen könnt, dann sagt mal Bescheid. Ist nämlich nachtens. Wir wissen es. So, ihr seid draußen. Mist. Hier ist eine Höhle. Hier war man, glaube ich, noch nicht. Oder? Nee, ich glaube hier am Wasser nicht. Nicht wahr? Gut. Wollen wir gleich mal rein? Okay. Hui! Klack tot. Was? Mach mich nicht fertig Das ist hier. tief. Das ist verdammt tief. Gutes Zeichen, dann waren wir hier wahrscheinlich noch nicht. Das ist wirklich verdammt tief. Oh, es geht noch weiter runter, okay. Ach, du bist jetzt erst das erste Seil unten. Ja, ich bin nicht so schnell. Okay, ist ja gut. Ich warte mal hier auf dich.
Wo ist da unten Wasser? Nö, noch nicht. Es geht noch eine Seilrunde. Okay. Also, das ist extrem tief hier. Drückst du Sprinten beim Runterlassen? Schaut so Nein. lahm aus. Deswegen bist du so langsam. Ich glaube, ich muss mal eben kurz warten hier. Einen Moment. Was hast du denn? Aber ich muss noch mal warten, ist ja komisch. Was hast du denn? Ich hatte schon überlegt, Tontaubenschießen zu machen. Es geht ja noch weiter runter. Hab ich doch gerade gesagt. Ich will nicht, nee. Hui. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Also so viel Seile sind wir noch nicht runter, wa? Nein. Hier liegt ein Hosenanzug. Für uns oder? Weiß ich nicht, ohne Kopf. Oh. Irgendwelche Dokumente, die man sich nicht ansehen kann? Ne, vor dem Hosenanzug kannst du ein Schnipselchen aufheben. Also ich habe jetzt drei Bomben, wenn ihr Oh. Bomben mal wieder braucht. Your lucky numbers, bla bla bla. A dark-haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and you will extremely happy. Your lucky numbers. Alles klar. Hier vorne hatte ich noch mal genau den gleichen. Hier. Ja. Okay. Der verkauft hier oder hat hier anscheinend irgendwelche Glückslose verkauft, wa? Anscheinend. Das kann aber doch nicht alles gewesen sein, oder? Nee, glaube ich nicht. Hier liegt noch so einer rum. Ganz viele von diesen komischen Schnipseln. Und das ist immer wieder dasselbe, oder? Ja. Hier vorne ist so eine Holztür. Ist hier Hier sind zwei irgendwas? Köpfe. Au! Du brennst. Wollte mir die Köpfe angucken. Mann, hoch ins Wasser. Das schaut ja gut aus mit den Köpfen. Eine Waage. Und ein Smartphone. Da ist ein Smartphone. Nimm es, ruf Hilfe. Wenn das mal so einfach wäre. Das leuchtet sogar noch. Das geht. Nimm's doch. Mann, ist der Typ blöd. Hallo? Jetzt hat's jeder gehört. Ach, da liegt ein Buch. The Dark-Haired Man. Das ist das, was auf dem in seinem Ding stand. Auf dem Okay. Los, da stand doch irgendwas. Ein dunkler, dunkelhaariger Mann taucht in deinem Leben auf und Ja. vielleicht bist du das ja. Du Vielleicht bist sind ein wir das. dunkelhaariger Ja, Mann du mit auch. Afro. Du hast einen Schnauzer. Schnauzer ist noch viel bedrohlicher, hallo? Ein dunkelhaariger Afro, der ist. Hier ist noch ein Hier Seil nach sind unten. Medikamente. Also falls du noch, oder falls wir nachher noch Medikamente brauchen, sollten wir hier noch mal vorbei. Ja. Da links ist noch ein Seil. Hier ist nichts. Und da hinten war, glaube ich, noch ein Weg. Ja. Sollen wir mal To-Do-Liste hat sich bei mir ein schön erweitert. Eine runterschmeißen und gucken. Ich glaube fast, da ist nichts. Ich nicht hier auch einfach runter? Ich nehme lieber den offiziellen Weg. Ja auch langweilig. Nee, hier geht's weiter.
Okay. Wieso ist hier auf einmal Musik? Musik? Ja, so unheimlich, so mit ja, Atmosphäre halt. Ich höre nichts, bei mir tropft. Das ist so ein komisches so rum, als würde bei jemandem von euch ein Handy auf dem Tisch liegen und brummen oder so ähnlich. Nein. Nee. Also mein Handy liegt bei mir auf dem Tisch, aber das brummt nicht. Und meins liegt neben mir auf dem Stuhl, das... Nee. Ah, hier muss was weggesprengt werden. Mhm. Na dann. Machst du? In der Hoffnung, dass ich mich nicht selbst erwische, ja. Kann man das dann einfach da platzieren, oder? Das TNT kannst du werfen. Ach, kann ich nur werfen? Ja, ist am einfachsten. Anzünden und werfen. Okay. Da habe ich auch zwei Zeitungsausschnitte gefunden. Perfekt. Honey. Nochmal? Mhm. Okay. Also wenn hier jetzt nichts hinter versteckt also, ist, ne? Also da muss was sein. Und kein Diätbuch. Geht ja schon gar nicht mehr anders. Ja, ich häng. Ich muss mal schnell einen Schokoriegel mir reinpfeifen. Oh ja, ich brauche auch was. So. Hier ist es halt schon mal stockenduster. Ich werf mal eben eine Flare. Jetzt wird der Raum größer. Ich höre was. Da grunzt was. Es trampelt. Oh, ein großer. Ein ganz dicker. Großer. Dicker. Kriegen wir den platt? Müssen wir. Ich will jetzt nicht zurück. Ich will jetzt wissen, was hier ist. Wir müssen uns nur aufpassen, dass wir uns nicht wegchargen lassen. Ja. Diese komischen Totems, die wir bauen können, die haben irgendeine Effizienz, aber was für ihn ist nicht wirklich so zu erkennen, ne? Ich hab mal irgendwo gehört, die sollen Viecher abschrecken. Ja. Okay. Geh mal nicht näher ran. Solange er nicht kommt, ist gut. Ja. Ich kann versuchen, dich mit Licht zu versorgen, solange es geht. Oh, musst du dich jetzt bewegen? Ist es tot? Weiß es nicht. Ich glaube, es ist tot. Ich glaube, es ist tot. Das wäre echt phänomenal gut. Drei Pfeile? Hier ist ein Dings. Don't be afraid, just believe. Alles klar. Na dann. Das ist ein Ausschnitt aus der Bibel. Glaube mal. Hab keine Angst, die Viecher laufen weg, wenn wir glauben. Ja, ja. So funktioniert das. Aha. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Da liegt es. Oh, ist tot. Drei Pfeile. Alter, Kommanderklumpen. Edit Notes. Hat er mir das Ding jetzt eingezeichnet? Nee, das habe ich doch schon. Was ist denn das hier? Boot? Das sind Rettungsringe. Aha.
seid ihr? Hier ist ein Boot in der Höhle, so ein altes. Da geht ein Seil nach oben. Nichts weiter. Viech. Wo? Hier. Genau. Wenn du noch Flair brauchst, hier liegen überall noch welche. Ich kann gerade keine mehr nehmen. Sehr schön. In dem Boot war auch nichts? Da liegt nur eine Mumie drin, aber... Okay. Also müssen wir da das Seil jetzt wieder hoch, wa? Warte, ich glaube, hier war noch irgendwas. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Einen Moment. Na, so. 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 Was hast du denn gesehen? Ich meine, ich hätte eine Wand zum Wegsprengen gesehen. Hier. Ist das eine? Oder ist das einfach nur ein komisch aussehender Stein? Das sieht auch so anders aus. Mhm. Der schaut so aus, als gehört er da nicht hin. Kannst ja mal versuchen. Okay. Wahrscheinlich ist das jetzt einer, den man wegsprengen kann, aber nur von der anderen Seite. Nein. Geht gar nicht. Dann halt nicht. Nee. Aber versuchen muss man es ja. Ja, das ist wichtig. Oh Gott. Mal ganz im Ernst, wo wir jetzt schon so weit unten sind, da liegt es doch eigentlich nahe, dass wir das Loch der Löcher, ne? Ja, dass wir schon unter dem Loch der Löcher sind. Ja. Weil so tief, wie wir jetzt runter sind, das ist ja schon echt tief. Und vor allem, wir hatten ja da vorne noch einen Gang. Ja. Da hängt einer. Oh. Hallo. Und sonst so? Ich geh da mal weiter, wa? Ich hänge hier nur ein bisschen rum. Lass dich nicht hängen. Ich hab grad meine Mittagspause. Lass dich nicht hängen. Na, guten Appetit. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich glaub, wir sagen jetzt an der Stelle erstmal Päuschen. Ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die sind aber auch schon fies.